Hey Leute, was geht ab und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Vielleicht könnt ihr schon ahnen, um was es heute gehen wird. Und zwar schauen wir uns heute die neueste Unvain-Kollektion an. Morgen, 28. um 13 Uhr, kommt die Kollektion offiziell raus. Aber weil ich Unvain Plus Member bin, konnte ich sie jetzt schon kaufen. Und ich bin extrem hyped, die Sachen sind gerade erst angekommen. Ich würde sagen, starten wir gleich mal mit dem ersten Piece. Und zwar habe ich mir Tanktops gekauft. Ja, ich habe mir schon wieder Tanktops von Unvain gekauft. Dieses Mal aber in ein bisschen interessanteren Farben. Und zwar habe ich mir zum einen dieses grüne Mixed Rib Tanktop gekauft. Mir gefällt die Waschung einfach extrem gut. Ich zeige sie euch hier mal. Ja, ist so ein sehr ausgewaschenes, so leicht khaki, dunkelgrün. Finde ich wirklich eine unfassbar schöne Waschung. Zum Fit von den Tanktops kennt ihr mittlerweile eh schon. Die sind sehr skinny, also die fitten halt wirklich hauteng. Ich blende euch hier mal kurz den Fit ein. Mir gefällt der Fit wirklich sehr, sehr gut. Sie sind natürlich relativ lang geschnitten, weil man Tanktops meiner Meinung nach immer in die Hose stecken sollte. Für mich wirklich unfassbar nice Tanktops, eigentlich die perfekten Tanktops. Also ich habe an denen wirklich, wirklich nicht was auszusetzen. Der Stoff ist auch super für den Sommer, weil er sehr, sehr dünn ist. Also wenn man es jetzt vergleicht mit den allerersten Tanktops von Unvain, die hatten schon einen relativ festen, robusten Stoff. Diese Tanktops sind jetzt wirklich sehr dünn und luftig, wirklich perfekt für den Sommer und ja, kann ich eigentlich auch nicht viel darüber sagen. 45 Euro hat dieses Tanktop gekostet und meiner Meinung nach wirklich perfekt. Klar, 45 Euro wirkt jetzt vielleicht ein bisschen teuer für Tanktops, weil es das auch irgendwie ist, aber ganz ehrlich, das Tanktop ist schon sehr aufwendig, sagen wir mal. Es hat ja überall so verschiedene Ribstoffe, die Waschung ist cool, der Fit ist perfekt, also meiner Meinung nach wirklich super Tanktops für den Sommer. Das nächste Tanktop, was ich mir gekauft habe, ist etwas interessanter. Es schaut jetzt vielleicht auf den ersten Blick sehr ähnlich aus, aber ich zeige euch mal kurz, was das Besondere ist. Und zwar hat es einfach ein Loch in der Mitte. Und ja, das gehört so, da ist einfach ein Loch drinnen. Mir gefällt die Optik eigentlich ganz gut. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie mir das so gefällt, weil es auf jeden Fall schon etwas außergewöhnlich ist, so einen Underboob-Cutout zu haben. Wobei, es ist nicht einmal so ein Underboob-Cutout, das ist nämlich eher so, ja, so in der Mitte vom Körper. Ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich dachte nämlich eher, dass es so am unteren Ende von der Brust ist, aber es ist so ein bisschen weiter drunter. Gefällt mir aber trotzdem eigentlich ganz gut. Die Waschung auch wirklich, wirklich nice. Diesmal so ein sehr dunkles Braun, also so leicht rostmäßig, aber wirklich sehr ausgewaschen. Also beide Farben, sowohl das Grün als auch dieses Braun, sind schon sehr entsättigt. Also es sind sehr ausgewaschene Farben. Mir gefallen die aber wirklich, wirklich gut. By the way, an jedem Teil ist nochmal so ein Tag von Unvain drauf. Ist eigentlich bei allen Sachen dabei. Ist ganz cool, ist nochmal so eine Story dahinter. Und hinten sind nochmal so ein paar anatomische Linien. Gefällt mir auch beim anderen Tanktop sehr gut. Wobei die so ein bisschen ein anderes Muster haben. Ich blende euch hier nochmal kurz den Fit ein. Aber an sich habe ich wirklich nichts auszusetzen an diesem Tanktop. Kostet by the way auch 45 Euro. Und ja, wirklich crazy dick. Gefällt mir sehr gut. Kommen wir jetzt zu zwei Pieces, die ich eigentlich schon seit über einem Jahr haben wollte. Also vor, ich weiß gar nicht wann das rauskam, ich glaube sogar vorletztes Jahr im Sommer, kam diese Unvain Kurzarmhemden raus und Robert hat die einfach nochmal rausgebracht. Also hier seht ihr es, ich habe zum Beispiel dieses weiße Kurzarmhemd. Man muss zwar sagen, dass ich eigentlich nicht dieses Kurzarmhemd bestellt habe, ich habe nämlich das mit dieser Stickerei bestellt, gab es leider einen Fehler, jetzt habe ich halt das bekommen, das werde ich halt zurückschicken und dann bekomme ich halt das mit der Stickerei zugesendet, aber letztendlich sind die auch sehr ähnlich. Der einzige Unterschied ist halt, dass dieses Kurzarmhemd hier so Knöpfe hat und halt keine Stickerei, logischerweise ist einfach ganz clean und hat halt überall so diese Distressings, also es sind halt überall so Fransen, auch unten hängen wirklich ordentlich Fransen runter. Muss einem gefallen, ich mag den Look sehr gerne, wenn es einem nicht gefällt, kann man sie auch einfach immer abschneiden. Mir gefällt der Look eigentlich ganz gut, klar ist jetzt vielleicht teilweise ein bisschen sehr extrem, aber wie gesagt, man kann sie ja immer abschneiden, wenn es einem nicht gefällt. Der Stoff ist wirklich sehr, sehr nice, also ja, er ist schon etwas fester, also ich glaube, es ist eine Baumwoll-Leinen-Mischung, also der Stoff fällt schon relativ steif, also auch die Ärmel, wenn man sie anhat, stehen schon relativ ab, jetzt im Vergleich zu diesem Levi's-Hemd, das ist eher so super flowy, das ist halt eher steifer vom Stoff, aber trotzdem fühlt sich sehr angenehm auf der Haut an. Leinen ist ja auch wirklich ein super Stoff für den Sommer und ja, Fit muss ich glaube ich nicht viel darüber sagen. Der Fit ist wirklich eine 10 von 10, also sehr, sehr boxy, relativ cropped.
Also ich glaube, für einige Leute wird es vielleicht sogar ein bisschen zu cropped sein. Mir gefällt es wirklich sehr, sehr gut. Ich mag ja auch gerne so cropped Sachen. Ich trage hier, by the way, auch eine Größe L. Hier sehe ich gerade auch noch, dass diese Tags sind jetzt auch noch ein bisschen anders. Ja, ist ein ganz cooles Detail. Wie gesagt, wirklich super nices Hemd. Ich zeige euch das gleich auch nochmal in dem anderen Colorway. Und zwar habe ich mir dieses Kurzarmhemd auch in Grau gekauft. Ist eigentlich quasi genau dasselbe Kurzarmhemd. Der einzige Unterschied bei diesem Kurzarmhemd ist ein bisschen bei den Taschen. Da wurde es nämlich so ein bisschen anders vernäht. Ich glaube, so wie ich es verstanden habe, gab es einen Produktionsfehler bei den grauen Sachen. Und ich finde, der hat es perfekt gelöst, weil mir gefällt dieses Detail mit diesem, ich weiß gar nicht, wie diese Methode heißt, aber die sieht man öfters bei so japanischen Kleidungsstücken. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut und ja, kann man auch nicht viel darüber sagen. Ist wirklich ein super nices Hemd. Die Waschung ist halt so ein sehr ausgewaschenes, helles Grau. Finde ich wirklich ein Baba-Ding. Also das Kurzarmhemd wirklich 10 von 10. Habe ich echt nicht wirklich was auszusetzen. Ich finde es wirklich ein sehr nices Kurzarmhemd. Schnitt ist genau dasselbe, also auch sehr boxy, sehr cropped. Ich trage hier auch logischerweise eine L. Stimmt, by the way, für die, die es nicht wissen, ich bin 1,85 und wiege circa, ja, so 80 Kilo. Beim nächsten Piece kommt ein Detail, was sich so eigentlich durch diese ganze Kollektion durchzieht, und zwar diese Paisley-Stickereien. Und zwar habe ich mir dieses schwarze Langarmhemd gekauft. Und vielleicht auf den ersten Blick und maybe auch in der Kamera wirkt dieses Hemd sehr 0815, einfach ein schwarzes Hemd, aber das ist es absolut nicht. Also dieses Hemd hat crazy viele Details. Zum einen hat es überall so Stickereien. Ich weiß gar nicht, ob man es so gut in der Kamera erkennt, weil wie gesagt, ist halt alles so schwarz auf schwarz drauf gestickt. Aber wirklich crazy, crazy von den Details. Gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Stoff, by the way, ist eigentlich genau dasselbe wie von den Kurzarmhemden. Und auch der Schnitt gefällt mir sehr, sehr gut. Ist natürlich auch relativ cropped und ziemlich boxy. Natürlich hat es lange Ärmeln. Unten an den Armen sind auch noch so Knöpfe zum Verstellen. Ist ganz nice, dann kann man den Fit so ein bisschen verändern. Und ja, was soll ich darüber sagen? Ich finde das Hemd wirklich, wirklich nice, weil es einfach so perfekt ist für so Sommerabende. Es ist so ein bisschen elegant, aber durch dieses Verfranzte unten dann halt doch irgendwie wieder nicht, aber durch diese Stickereien dann doch wieder. Also ich finde es einfach ein sehr, sehr cooles Piece. Klar, es ist auch ein bisschen teurer. Also ich glaube, 180 Euro hat dieses Hemd gekostet, was jetzt vielleicht für ein Hemd schon ziemlich happig wirkt. Aber man muss halt ganz ehrlich sagen, dass diese ganzen Stickereien sauteuer sind. Also auch bei dem Kurzarmhemd, das ohne Stickerei kostet 100 Euro und das mit Stickerei kostet 150 Euro. Deswegen kann man sich schon irgendwie denken, dass diese Stickereien nicht günstig sind, aber meiner Meinung nach ist es auf jeden Fall wert. Also falls ihr das Geld habt, auch bei den Kurzarmhemden, kauft euch das mit der Stickerei. Ich glaube, das ist nochmal ein bisschen cooler und ein bisschen auch so ein bisschen eleganter, weil diese Stickereien sind auch wirklich extrem hochwertig. Also ja, ist wirklich crazy, crazy Ding. Noch eine Sache habe ich vergessen. Bei den Kurzarmhemden sind so Push-Knöpfe und bei denen so ganz normale Knöpfe. Ich finde, das passt doch irgendwie ganz gut, dass beim Langarmhemd einfach normale Knöpfe sind. Und ja, also das Hemd finde ich wirklich, wirklich, wirklich nice. Also allein diese ganzen Stickereien, die sind so fein und so dezent, aber halt, boah, mir gefällt es einfach sehr gut. Ich mag gerne so Details, die auf den ersten Blick so gar nicht eigentlich auffallen. Aber wenn man sich so genauer anschaut, ist es einfach crazy gemacht, das Hemd. Also auch vom Schnitt ist halt sehr, sehr große Drop-Shoulders, was für Hemden auch nicht so typisch ist. Und ich würde fast sagen, dass es eher so eine Sommerjacke fast ist. Also meiner Meinung nach ist dieses Hemd wirklich perfekt für so Sommerabende. Das ist wirklich ein crazy, crazy Teil. Ich habe auch noch gar nichts Vergleichbares. Gefällt mir wirklich, wirklich gut. Kommen wir jetzt zu einem Piece, was vielleicht nicht perfekt für den Sommer ist, aber wirklich crazy ist. Also unfassbar geil. Ich zeig's euch einfach. Und zwar dieser Zip-Hoodie. Das ist so ein geiler Zip-Hoodie. Erstens muss man sagen, der Stoff ist nochmal deutlich besser als irgendwie bei den anderen Sachen. Also ich würde gar nicht sagen, dass es so viel besser ist, aber er ist halt ein bisschen dicker. Ja, dicker Stoff, haha, ist immer besserer Stoff. Aber er fühlt sich wirklich nochmal einen Tick hochwertiger an. Ist wirklich, boah, also dieser Zip-Hoodie ist einfach unfassbar. Also muss ich, glaube ich, gar nicht viel darüber sagen. Also diese ganzen Inside-Out-Sachen, dann dieses Element unten beim Zipper, dass der Zipper quasi ein bisschen weiter oben startet mit diesem fetten Bund.
Das ist wirklich ein unfassbar aufwendiges und interessantes Piece. Die Waschung ist auch, finde ich, sehr, sehr cool. Eigentlich fast eher nach so einem, ja, so dunkelgrau ausschaut, ist aber in Wirklichkeit eigentlich so ein Braunton, also wirklich ein sehr ausgewaschenes Braun. Nochmal ein bisschen mehr als beim Tanktop. Mir gefällt die Farbe wirklich, wirklich gut. Eigentlich sogar ein bisschen besser, als ich es mir vorgestellt habe, weil man es halt einfach noch öfter so im Alltag anziehen kann. Und ein Element, was vielleicht das kontroverseste irgendwie an diesem Zip-Hoodie ist, sind diese Bündchen unten. Und zwar hat der Zip-Hoodie an den Armen so Bündchen, wo man so die Finger reinsteckt. Und ich finde es einen coolen Look. Also mir gefällt der Look ganz gut. Aber das Problem ist natürlich, dass wenn man nicht Bock hat, die Finger so reinzugeben, staut sich der Arm so ein bisschen komisch, was jetzt, ja, schaut jetzt ein bisschen suboptimal aus. Aber trotzdem, wenn man die Finger so reingibt, wirklich ein unfassbar cooler Look. Und auch allgemein, dieser Zip-Hoodie, also ich habe wirklich, wirklich nichts auszusetzen. Und eine Sache habe ich noch gar nicht erwähnt, die auch ganz, ganz speziell ist an dem Zip-Hoodie, ist der Rücken. Und zwar ist quasi so ein Dreieckslappen nochmal so drüber gelegt. Also wenn ihr das hier so seht, ist quasi so ein Stofflappen nochmal drüber. Und es ist einfach von der Konstruktion so ein cooles Piece. Mir gefällt das wirklich, wirklich gut. Also ich finde dieser Zip-Hoodie, boah, also ich bin fast davor, mir den nochmal zu kaufen, weil der einfach, der ist so geil umgesetzt. Mir gefällt der wirklich, wirklich gut. Ich finde den wirklich eine 10 von 10. Natürlich durch diesen Bund unten ist der Zipper auch sehr tailliert. Also er geht wirklich an der Hüfte so sehr eng zusammen und dann so richtig quer nach oben. Erinnert mich fast so ein bisschen an diese ADR-Pufferjacke, weil die wirklich so einen sehr breiten Dreieck-Look hat. Und ja, also ich finde diesen Zipper wirklich, wirklich unfassbar. Ich trage hier, by the way, auch eine Größe L und der hat, glaube ich, 120 Euro gekostet. Und ich muss ganz ehrlich sagen, 120 Euro für den Zipper finde ich komplett gerechtfertigt. Der ist nämlich wirklich, wirklich unfassbar hochwertig und halt extrem aufwendig. Also das, ja, ist einfach wirklich ein sehr, sehr geiles Piece. Wirklich 10 von 10. Ich freue mich so sehr, diesen Zipper anzuziehen. Ja, ja, wirklich geiles Ding. Und zu guter Letzt noch drei kleine Bandanas oder Scarves, keine Ahnung, wie man das jetzt genau nennt, aber das sind halt so Seidentücher, die wirklich extrem angenehm sind. Also es ist halt einfach Seide, Seide ist halt geil und ich finde die Farben und das Muster sprechen mich halt komplett an, weil das sind so Farben, die man halt wirklich zu jedem Outfit anziehen kann und die halt auch jedes Outfit halt irgendwie verbessern. Also wenn man sich so ein Scarf zum Beispiel an die Hose bindet oder irgendwie um den Hals, um den Arm, ist halt vor allem für den Sommer ein super Accessoire und ja, für 30 Euro muss man die eigentlich nehmen, weil für so Seidentücher sind 30 Euro wirklich, wirklich fair. Und ich glaube, wenn ihr die haben wollt, müsst ihr auch relativ schnell sein beim Release, weil beim Early Drop waren die wirklich, glaube ich, so nach einer halben Stunde oder sogar noch früher komplett sold out. Verstehe ich auch, sind wirklich sehr coole Sachen. By the way, das ist so ein sehr dunkles Grün, das ist so ein sehr dunkles Rot und das ist so Cream White. Also das sind die Farben, die ich mir genommen habe. Ja, und ich glaube, viel mehr muss ich zu den Sachen eigentlich nicht sagen. Mir war schon, bevor ich die Kleidungsstücke bekommen habe, klar, dass die Kollektion von Unvain wirklich crazy, crazy nice ist und das bestätigt sich auch. Also alle Pieces haben wirklich eine 10 von 10 Qualität. Also ich wüsste wirklich nicht, was ich irgendwie verändern würde. Also mir fällt wirklich nichts ein. Ich finde auch dafür, dass diese Pieces so aufwendig sind und einfach wirklich eine perfekte Qualität haben, ist der Preis auch komplett gerechtfertigt. Ich meine, Unvain ist jetzt auch keine Riesenmarke mit absurd hohen Absatzzahlen. Deswegen finde ich das wirklich, wirklich gerechtfertigt. Heißt, wenn euch die Sachen gefallen, schlagt es auf jeden Fall beim Drop zu. Die Sachen sind wirklich, wirklich nice. Es wirkt jetzt vielleicht so ein bisschen wie ein Werbevideo oder weiß nicht was, aber ich habe mir wirklich alle Pieces komplett von meinem eigenen Geld gekauft und würde ich auch jederzeit wieder kaufen, weil halt einfach die Sachen crazy nice sind. Also ich bin wirklich, wirklich positiv überrascht. Ja, ich glaube, ich bin eigentlich so ein bisschen sprachlos. Ich weiß nicht wirklich, was ich noch darüber sagen soll. Die Sachen sind einfach geil. Also die Sachen sind wirklich, wirklich cool. Ich freue mich auch auf den Juni. Im Juni, ich glaube 4. Juni, kommt diese Anzugshose raus. Diese Hose ist auch so nice. Also ehrlich, diese Kollektion von Unvain ist einer der stärksten, wenn nicht sogar die stärkste Kollektion aus dieser ganzen Social Media Bubble, die ich je gesehen habe. Ich finde diese Marke und diese Kollektion
unfassbar. Mir gefallen die Sachen wirklich, wirklich gut. Ernsthaft. Also es passt genau zu meinem Style. Die Sachen sind auch wirklich perfekt für den Sommer. Bis auf vielleicht jetzt dieser Zip-Hoodie, der ist vielleicht schon ein bisschen zu fett für so wirklich warme Tage. Aber der Rest ist wirklich... Also... Bin einfach sehr, sehr happy und wenn ihr mich noch happier machen wollt, lasst jetzt ein Like oder ein Abo da. Es wird mich wirklich sehr unterstützen und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Ciao!